Ja, die Chance und der Anschlusstreffer durch Kainz nach scharfer Eingabe von Schobesberger. 1:2, Hoffnung bei Rapid. Schobesberger, Beric mit der Hereingabe, oder? Ja. Und da läuft Kainz perfekt vorbei an Kenny Tete und keine Chance für Esper Zielessen. 1:2. Und das ist genau das, was Rapid braucht. Eine Mutinjektion in Form eines schnellen Treffers zu Beginn dieser